Moin. Ja, ich habe einen Plan, denn ich habe hier noch so lauter Farbreste, die will ich noch aufbrauchen. Und dafür nehme ich hier nochmal meine Schwämme. Und ja, es ist immer besser, wenn die ein bisschen nass sind. Also vorher ein bisschen ausbringen, nicht zu nass. Und dann, ja, gebe ich die einfach hier in meine Farbe. Ich habe hier so ein schönes Grün. Schau mal. Das finde ich richtig schön, das Grün. Und ja, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Und kreisen hier so ein bisschen, geben hier so ein paar Schwünge rauf. Wow, und ich finde es immer sofort total schön. Also hier diese Bögen, sofort was da, was einen inspiriert, finde ich. Kann man auch nur so mit Weiß und so ganz minimalistisch natürlich arbeiten, aber wir wollen ja hier ein bisschen abtauchen. Gehe ich einfach noch mal über die ganze Leinwand drüber, ziehe einfach so einen Bogen. Ja, damit hast du schon, ja, schon viel geschafft, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall den Start. Und deswegen nehmen wir jetzt einmal noch mal ein Türkis dazu. Türkis mag ich auch gerne. Also Grün und Türkis ergänzen sich ja auch so schön. Ich nehme noch mal ein bisschen Wasser dazu. Damit löse ich natürlich auch die Farbe im Schwamm noch mal und kann dann damit ganz gut weiterarbeiten oder eben auch Farben wieder dazugeben. Ja, wunderbar. Also gerade das Weiß jetzt im Kontrast, da sehe ich ja sofort ganz viel und kann hier so auch Schwünge reinbringen. Ist ganz einfach, also das kann jeder, das kannst du auch. Und wenn es dir nicht gefällt, malst es einfach wieder über. Einen dunklen Farbton dazugeben, dann habe ich noch mal einen schönen Kontrast. Dreh dir die Leinwand doch einfach immer, damit du auch überall entspannt dran arbeiten kannst. Ja, ich glaube, da oben ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Ich gucke mal, ob ich hier noch einen helleren Farbton reinziehen kann. Hier auch diese Linien, die sind toll hier, die so entstehen. Mischung von diesen Streifenflächen und auch hier jetzt wieder diese tollen Linien, die finde ich so schön.
ich glaube, jetzt werde ich langsam fertig hier. So finde ich es ganz schön gerade. Arbeite ich dann nochmal nach? Nee. Nee, ich lasse es jetzt so. Es hat total Spaß gemacht. Das ist immer so meditativ, finde ich, mit den Farben so ineinander zu arbeiten. Und hier diese Linie so toll, diese ganzen Linien und kleinen Farbnuancen da drin, finde ich voll schön. Also das kann man ruhig mal so zwischendurch machen, um auch einfach runterzukommen, um abzuschalten, um einfach zu machen. Ich habe das Ganze noch ein bisschen veredelt, noch ein bisschen Gold draufgesetzt. Und dazu mache ich bestimmt auch ein Video. Da kannst du einfach gucken, wenn es da ist. Dann schau einfach auf meinen Kanal. Du kannst auch auf meinem Blog schauen. Da sind immer ganz viele Tipps auch schon drin. Auch zu dem Blattmetall, wie man das klebt. Und ja, das werde ich dir aber auch noch wieder zeigen. Denn es gibt hier so viele Methoden auch, wie man das machen kann. Also schnapp dir jetzt einfach deine Farben, du brauchst nicht viel. Und guck auch jetzt unter das Video, da ist ein Link zu den Materialien. Und dann fang einfach an und genieße deine Zeit. Hab einen ganz schönen Sonntag. Ich danke dir für deinen Kommentar. Ich freue mich immer voll. Wir sind ja so eine tolle Gemeinschaft hier. Auch der Chat ist immer so klasse, finde ich. Also ja, ich freue mich, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag und danke für dein Like und dein Abo. Tschüss!